Schönen guten Abend. Wir starten jetzt mit der Entgiftung mit Heilkräutern, ein Thema, das mir in der Praxis sehr, sehr wichtig ist. Ich mache jetzt seit bald 28 Jahren Naturheilkunde. In der Praxis habe ich fast nur Frauen und die haben ganz viele Themen. Und ich komme doch bei, ich sag mal, 7, 8 von 10 Patientinnen auf eine toxische Belastung. Und manchmal ist der einfachste Weg, eben mit Heilkräutern gegenzusteuern. Da möchte ich heute aus dem Plauderkästchen plaudern und meine Lieblingsrezepte Ihnen preisgeben. Eine ganz wichtige Regel, wenn man jetzt am Ende des Webinars nicht weiß, mit was soll ich jetzt persönlich entgiften, ist, gehen Sie einmal um Ihr Haus herum. Meistens wachsen die Kräuter direkt dort, wo sie gebraucht werden. Wo das Übel, da ist auch das Heilmittel, ist eine alte Grundregel der Signaturenlehre. Auf Schritt und Tritt begegnet uns auch die Brennnessel. Also Brennnesseltee auch bitte generell zum Ausschwemmen und zum Anregen der Niere, zum Beispiel bei Rheuma, bei Allergien. Nur ein bisschen vorsichtig, wenn die Nieren kaputt sind. Also wenn wir wirklich eine beginnende Nierenschwäche haben, eine Niereninsuffizienz, das ist dann Kontraindikation, weil die Brennnessel ist ja ein Harnstoffzeiger und eben das Harnstoff steigt ja im Blut, wenn die Nieren anfangen aufzuhören mit ihrer Arbeit. Schwefelhaltige Pflanzeninhaltsstoffe hat wahrscheinlich Paracelsus auch schon genutzt. Man sagt, er hätte entgiftet mit Suppen. Er hat sich da ja sehr gut ausgekannt, weil er ja in Schwarz auch war und bei den Fuggern gelernt hat. Und ich nehme an, dass er auch den Liebstock verwendet hat zum Entgiften und eben auch vielleicht sogar möglicherweise eben nicht nur Bärlauch, Knoblauch in die Suppe getan hat, sondern eben alle Laucharten entgiften sehr gut über die Schwefelverbindungen. Wir haben natürlich noch die Goldrute. Ein bisschen sanfter ist zum Beispiel diese Ausleitungsteemischung, die mit den Wurzeln ist schon sehr brachial und kann auch unangenehm sein, während die Teemischung hier mit Brennnessel, Goldrute, Gundelrebe, Liebstöckelwurzel und Wegwarte hat schon einen sanfteren Charakter. Aber unter einem halben Liter und unter 6 bis 8 Wochen geht da auch nichts. Also viel Glück beim Entgiften und halten Sie Fenster und Türen fleißig offen. Danke fürs Zuhören.